Hier ist richtig was los heute am Bahnhof. Vom Burp, ach, Oberhof. Zu einer neuen Folge hier. Hei, hei, hei. Justin kommt auch gleich wieder. Ja. Wir hatten ja in der letzten Folge mal ein bisschen so von Galileo Stories oder das Galileo mal vorgestellt. So wie geredet. Und das Krasse, da kommt, da war ja, also es war nicht nur eine, die sich selbstständig gemacht hat, sondern es hat sich noch jemand zweites selbstständig gemacht. Aber. Der hat zwar in Deutschland gelebt, ist aber nach Kanada ausgewandert, weil er in Bayern dafür schon mal mit dem Gesetz aneinander geraten ist. Das Problem war einfach, das hat was mit Cannabis zu tun. Genau. Er bietet nämlich Lehrgänge an. Also Aufklärungsseminare, dass kein verunreinigtes Cannabis gemacht wird. Ne? Ihr wisst ja, es wurde ja legalisiert, dass du für Schmerzen, Leute, Personen, die Schmerzen haben. Ja, bitte. Dass man auch nicht so einen falschen Eindruck gewinnt. Das heißt, er hat. Immer bei den Seminaren hat er ein Mikroskop dabei, hat in Kanada sehr spezielle Firmen, die Cannabis anbauen und was hat er gesagt, genau, zu den Großkonzernen, die wo halt nur das Profit im Kopf haben, hat er ganz klar direkt gesagt, nein, ich möchte da damit nichts zu tun haben, weil es einfach, mehr auf die Aufklärung, ne, dass kein Shitstorm darüber entspricht, ne? Und was ich da gesehen habe, ich meine, es war zwar nur ein kurzer Beitrag, aber der Junge, also der Typ ist richtig gut vernetzt. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so extrem ist, ey. Also du bist schon seit gestern wach, Lukas. Hau. Ich war von Sonntag auf Nee, von Samstag auf Sonntag war ich 20 Stunden wach gewesen, weil ich schlecht geschlafen habe. Das ist mir nämlich wieder passiert. Naja. Aber ja, kurz zum Thema zurück. Weil er sich in Deutschland darfst, also für dessen Selbstständigkeit kannst du in Deutschland das gar nicht machen. Was er sich vorstellen könnte, ist, dass er zwischen Deutschland und Kanada hin und her fliegen würde, ja. Also Pendel. So. Das könnte gehen, aber hier in Deutschland diese Selbstständigkeit zu machen, unser Staat, wie gesagt, würde es gar nicht legalisieren. Was heißt legalisieren? Er wird gar nicht damit durchkommen. Ja, das ist halt das Problem. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, er macht sich ein Thema, wie gesagt, ein Thema, dass er sich selbstständig gemacht und das ist auch wieder so eine kleine Nische, wo er selbst Erfahrungen mit Cannabis gemacht hat, wo er sich selber hingesetzt hat. Wie sieht das aus? Was kann man da machen? Also wirklich, der hat sich peu à peu im Detail Gedanken gemacht, wie kann er das in wirklich im Seminar für Leute, die halt es als Aufklärung sehen, rüberbringen. Also ich kann euch da gucken, guckt euch das mal von gestern an, die von Galileo Story, und die haben's. Es ist sehr interessant. Ich hätte gedacht, dass mich das so interessiert, aber er gibt sich wirklich Mühe. Manche Geschäfte verbieten oder bieten sogar verschimmeltes Cannabis an. Nur, dass du mal den Unterschied erkennst, was gesund und ungesund ist, auch von den Geschmäckern her. Der hat. Also wirklich, das sind. Mich hat das wirklich baff gemacht, ey. Also. Ja. Das sind wirklich Themen, wo.
wo ich echt dachte, das könnte man hier gar nicht ansprechen. Aber da ich das so als Aufklärung-Video gesehen, also ja, schaut es einfach ein. Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich werde es auch nochmal unter den paar Videos verlinken. Ihr wollt nicht mit, oder? Gut. Ja, also das ist schon... Justin, haust du mir ab, oder was? Klar. Jetzt weiß ich... Och nee, jetzt weiß ich, warum du mir auch abgehauen bist. Guck mal, was ich vor mir hab. Ich bin genau um 54 wiedergekommen. Ja. Ach, verdammt, ey. Komm, du hast doch hier mit dem Bauhof von Oberhof hier gefunkt, ne? Dass er mir doch hier die Kehrmaschine davor setzen soll, ey. Will ich nie machen. Sei ehrlich. Will ich nie machen. Ja, ja. Will ich nie machen. Ja, toll, es muss natürlich noch ein Audi kommen. Ach, du bist tot. Der ist Schrott, der Audi. Ja. Oh Mann. Hast du gerade mitbekommen, was ich erzählt habe? Nur so halbwegs. Ich weiß nur, dass da um eine Galileo-Dingens ging und. Ein Deutscher hat sich selbstständig gemacht in Kanada. Und hat sich sein eigenes Aufklärungsimperium aufgebaut. Was heißt Imperium? Das ist noch so klein halt, kleines Start-up-Unternehmen. Und klärt die Leute über Cannabis auf. Ja. Berät auch Verkäufer etc. In Deutschland wird es nicht. In Deutschland dürfte er das schon gar nicht machen. Nee. Weil der Beruf nicht anerkannt wird, ja. Aber es musst du mal wirklich angucken. Das ist sehr, 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 fast sehr interessant, ja. Hätte meine Freundin nicht gesagt, ey, ich guck abends mein Pro7, ja. Ja. Hätte ich das gerne mitbekommen. Siehst du mal. Oh, da will keiner mit, dann fahren wir weiter. Ich muss ein bisschen Zeit aufholen. Ich darf bloß nicht so schnell fahren. Machen Tempomat, Leute. Nö, Tempo, Blitzer. Ach ja, nee, nein. Aber sag ich ja. Also. Alter. Ich fahre hier schön gemütlich mit Tempomat. Ja, jetzt. Bei dem BRC C2 ruckelt der Tempomat immer so. Bei dem hier nicht. Der ganz locker chillig so. Sagst du das immer auch, wenn chillig, wenn du 15 Minuten Verspätung hast? Ja, nee, dann nicht mehr. Dann geht's ab. Ja. Qualm zieht durch die Gasse. Ja, klar. RSG. Weißt du, welche Linie wir noch nicht gefahren sind? Welche? Die SB29 von Bottrop nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Über die Autobahn. Stimmt. Hallo? Das stimmt. Auch nicht so eine Buslinie. Einmal Preisstufe A, bitte. Das stimmt. Das haben wir auch nicht gemacht. Das wollen wir machen. Sollten wir vielleicht mal als nächste Tour nehmen. Vielleicht am Mittwoch. Lass die uns am Mittwoch machen. Ja, okay. Weil ich will jetzt... Ich fahre jetzt erstmal komplett durch, ne? Also ich... Solltest du ja auch mal den X-Bus Mod für Ruhrgebiet holen. Da verdienst du auch richtig geil Geld drauf auf den X-Bus. Okay. So habe ich ja damals die 150.000 so schnell zusammengekriegt. Durch die X42 zwischen Oberhausen und Bottrop Moviepark. Kannst du die mir mal schicken? Muss ich mal in der Webdisk gucken, ich hab den Mod nämlich nicht mehr drauf. Schade. Also, weil es eine Wenn lange... Wenn ich ihn finde, schicke ich dir einen Link. Aber das ist schon eine langgezogene Linie, oder? Ja, aber da habe ich um die 2.000 bis 3.000 verdient, auf der Linie. Ah, ist okay. Das ist ja okay.
ist eine geile Linie. Ja, da hast du noch eine zwischen Dortmund und Mengede und Recklinghausen oder so war das. Oder OER. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Okay. Ja, aber die ist für alle. Die ist aber für alle zugänglich, ne? Die Linie. Das Linienpack ja, oder ja. So. Okay, alles klar. Ja, ja. Okay. Ist auch im BBS einbindbar. Ja, das habe ich gesehen. Die X42, dass sie mit drin ist. Nächste Haltestelle, Cotton. Das habe ich noch gesehen. Ist auch sehr interessant. Ja. Wie die auch tatsächlich mit dem Capacity fahren, weil da ja. Ist eine Menge drauf los. Kannst du auch nur mit dem Gelenkbus fahren, sonst stören sie die Hütte komplett. Du brauchst die Umleitung gar nicht zu fahren, die Haltestelle ist nämlich frei. So, und das musst du, das fährst nämlich hier dann links. Ach, jetzt fängt's an zu regnen. Chat, wer hat mir den Regen da geschickt? Wer hat auf den Regen-Button gedrückt? Komm, stellt euch, wer war das? Schwer. Gib hier mein Bestes, versuch pünktlich zu fahren und irgendeiner drückt mit der Regen-Button. Hast du Pech gehabt. So. Naja. Aber ich bin mal gespannt, ob das heute Abend noch alles klappt. Ne? Was ich meiner Freundin heute Abend noch vorhab. Wir wollen noch zum Schlüsselmacher gehen. Und danach wollen wir noch einkaufen gehen. Ja, da vorne steht er wieder. Da steht Justin. Pass auf, gleich ist er wieder weg. Alter, 4 Attacke dir. Aktischer Kundenblock. Ah, ich haut. Ah. Mal gucken, was haben wir jetzt? Oh Gott, jetzt fast 14 Uhr schon. Was ist los, Leute? Justin, was machst du mit meiner Zeit? Du mit meiner? Geht so schnell weg, ey. Ich bin um 9:50 Uhr aufgestanden. Wie viele Stunden? Gar nicht, 9:30 Uhr. Wie viele Stunden Schlaf? Nicht viel. Ah. Böse. 4-5 Stunden waren das nur. Okay. Jetzt kommt 6. Na, passt ja. So. Ich muss ja mal wieder so langsam mit dem Schlafdruck, musst du da reinkommen. Ja, aber wir fangen die Nächte erst gegen 4 an oder 9 so gegen 8, 9 Uhr auf wieder. Ah. Ich glaube, alle bestelle ich mir schon Wecker. Damit ich nicht immer bis 12 Uhr oder so penne. Ich weiß ja, hatte ich das am Freitag? Hatte ich das am Freitag oder hatte ich das am anderen Mal gehabt? Weil, ich wollte aufstehen, aber ich konnte nicht. Ich habe gedacht, es wäre Faulheit, aber ich war so wirklich platt. Mein erster Wecker ging heute Morgen um 8:50 Uhr, den habe ich dann aber auch ausgemacht. Okay. Hab mir so gedacht, ja gut, okay, ne, 8:50 Uhr, so. Hab dann auch irgendwie so ein bisschen im Bett gelegen. Und danach irgendwann 9:30 Uhr, 9:50 Uhr, so ging der Wecker. Ich so, komm, hoch, Kaffee gemacht, Computer angemacht, hab den Hof fahren lassen in der Zeit. Nur kurz mit meiner Mutter gequatscht und dann war ich da. Ja, aber das ist halt. Ja, aber du willst. So das Gefühl, du willst einfach nicht, du kannst nicht. So, das, ja. Ach, das Gefühl ist so eklig, ey. Es ist auch.
So, jetzt in die Winterzeit kommt sowieso. Wenn es morgens noch dunkel draußen ist und du denkst dir so, oh, bitte nicht, nee, ich will noch nicht. Frag mich nochmal, wenn es hell draußen ist. Ja. Ich hab, also wie gesagt, ich habe ja meine schwarze Jeansjacke dabei gehabt. Und eins kann ich dir sagen, es war richtig kalt. Also heute Abend werde ich mir auf jeden Fall mal meinen Wintermantel mitnehmen. Weil wenn der nämlich dann, also der hält schön warm. Aber ich kann mir leider keinen Rucksack mitnehmen. Du, ich sag dir ganz ehrlich, es war gestern hier so kalt, dass ich die Heizung angemacht habe. Ja, ich habe meine Heizung. Ein Computer, zwei Computer. So, ich habe erst mal gefragt, wie ich die Heizung angemacht. Aber meine Eltern auch, ich mache jetzt die Heizung an. Es war so kalt bei uns, war ganz schlimm. Man hat, hast du aber den, also laut Wetterbericht, den Temperatursturz mitbekommen, das ist schon heftig, ja, so. Ja, es war die ganzen letzten Tage noch warm und alles und jetzt rast das so rapide nach unten. Das war schon heftig. Vor allem die Tiefstemperatur zeigt mein Handy mir an bei 1 bis 3 Grad. Wo ich mir denke, jo, was ist los? Das stimmt. Und wenn ich nächstes Wochenende ins Stadion fahre, dann ziehe ich mir auch einen Pullover an. Aber sowas von. Also ich würde dann lieber den Schalala-Tag dann mal wieder... Dann würde ich bei Dortmund auch gerne mal mitmachen. Den Schalala-Tag. Der geht so locker leicht durch die Zunge. Naja, aber ins Signal Iduna Park würde ich gerne mal gehen, ja. Muss ja nicht gerade irgendwie einer der Top-Spiele sein. Hops, hier will ich ja nicht rein. Aber nee, trotzdem. Es kann auch hier irgendwie Dortmund gegen, keine Ahnung, gegen Union sein oder gegen Heidenheim oder Bochum so. Ne? Muss jetzt nicht unbedingt hier Rivalenspiel sein, Bayern gegen Dortmund. So, ne? Aber ist ja scheißegal. Darf man so gegen Justin? Ja, dann gewinne ich sowieso 10-0. Reden wir mal ab, wenn wir FIFA zocken. Ich mach dich platt. Bist so geil. Geiles Lachen, ey. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt wieder FIFA zocken würde, ne, würde ich sofort wieder verlieren. Weil jetzt habe ich eine Zeit lang EAFC gezockt. Und wenn du dann nach FIFA rüber gehst... Boah, das ist eine komplett andere Steuerung. Aber wie gesagt, ich habe mir das Produktionsvideo oder das Vorstellungsvideo angeschaut. Das ist ja so mega geil. Also das ist ja wirklich... Ja. Wenn die Technologie nicht wäre, dann würde ich sagen, ey, tschüss FIFA. Ich hab keinen Bock mehr. Oder ich werde sogar noch das, was habe ich? FIFA 19? Eins von beiden, ich weiß gar nicht. Ja, dann habe ich eigentlich FIFA 19. Oder FIFA 20, ich muss mal gucken. Bei Orange. Ich habe 22, 23 und EAFC. Also zumindest habe ich die Teile auf dem PC und auf der PlayStation 4. Ja. Dann noch ein paar Teile. Ja, ich überspringe halt das Ganze, ne? Ja, ich kaufe mir auch nicht jedes Jahr den neuen Teil. So, das war jetzt mal eine Ausnahme, dass ich mir nach 22, 23 und EAFC gekauft habe. Okay. Da ist es wieder so wichtig drauf zu gucken, ist die Technologie jetzt ausgereift? Sind ja noch, also das Testen, es wird ja viel getestet, ne? Ja. Und das stimmt ja auch. Ja. Empfehlenswert, sag ich ja. Hol ich mir das? Nein. Hat einen einfachen Grund. Denn wisst ihr. Also, wo ich halt sage, ey, das ist im Vergleich zu FIFA 23 krass, der Karrieremodus. Dass du den kompletten Trainerstab aufbauen kannst. Ne? Okay. Jede einzelne Spielposition. Für den Torwart, für die Verteidigung, fürs Mittelfeld, für den Sturm und so. Dass du da wirklich überall Co-Trainer zu einstellen kannst. Und das ist das, wo ich sage, ey, das ist im Vergleich zu FIFA 23 echt krass. Okay. Und auch dieses neue, auch als Spieler diese neue Funktion, wo die dich wirklich zwingen, ein Jahr lang bei dem Club zu bleiben, ne? Wo du dann sagen kannst, ey, komm hier,
Das ist mein Wunschclub, da würde ich gerne irgendwann hinwechseln. Du kriegst von diesem Verein Ziele, damit die auf dich aufmerksam werden. So, wenn du Glück hast, kriegst du am Ende der Saison einen Transfer. So, dann kannst du selber entscheiden, nimmst du diesen Transfer an, wechselst du dahin oder bleibst du noch ein weiteres Jahr bei deinem Club und steigerst dich da nochmal und wechselst in der kommenden Saison nach 2 Jahren. Ne? So. Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. So, ich habe meine Spielerkarriere in der USA gestartet, bei Chicago Fire. Mhm. Bin dann von Chicago aus nach Augsburg gewechselt. Und dann kam nach einem Jahr in Augsburg Bayern München auf mich zu, hat mir einen Transfer vorgeschlagen. Jetzt spiele ich seit 1 oder 2 Jahren bei Bayern München. Hä? Also, das hört sich auch gerade so lustig an, ne? Chicago Fire, da habe ich halt gedacht, naja. Also, nicht falsch verstehen jetzt, Justin, ne? So ein kleiner Gartenzwerg wie Justin, so brennend übers Gras rennt und sagt, ja, yeah, Bayern wird aufmerksam. Ja, und je nachdem, in welcher Liga du bist, du hast halt deine Managerin, ja. Ne, bei der kannst du dein Wunschteam einreichen. Okay. So, und die sagt dir dann, du, pass auf, in der Liga ist der Club zu klein, um auf so einen großen Club aufmerksam zu machen. Krass. So, ne, dass Bayern oder Dortmund so die großen Vereine auf dich aufmerksam werden in dieser Liga. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei, keine Ahnung, 10% oder so. Also da muss ich sagen, dann hat ja der Plan ja was gebracht, ne? Von der Sparkasse. Nein, aber wie geht jetzt, aber Witz bei, jetzt bleiben wir mal wieder ernst. Das hat ja schon Potenzial, ne? Also wie gesagt, wenn es nächstes Jahr noch ein bisschen ausgereift ist, ne? Ja, das hat auf jeden Fall Potenzial. Dann, okay. Aber jetzt mal weg vom Fußball. Hast du dir mal die neuen Assassinen einmal angeguckt? Assassin's Creed? Habe ich mir tatsächlich bei diversen Livestreamern auf Twitch angeguckt. Mirage? Also, sag ich dir ganz ehrlich, zu dem Spiel habe ich meine Meinung. Ja, pass auf. Also, ich bin ja Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich mag die Story. Ich mag die Story, ich mag die Umgebung. Wirklich? Kleinen Moment. 3 Minuten? Ist das jetzt euer Ernst? 2 Minuten, ja, muss man kurz hier stehen bleiben. Ein paar Gast hat einen Schlaganfall. Perfekt. Fahrstil. Also ich habe mir bei Gronkh habe ich mir mal das Live, also der hat Livestream gehabt und hat halt die Aufnahme direkt im Livestream gemacht, so wie wir jetzt quasi. Und dann habe ich mir das mal bei ihm auf dem YouTube-Kanal angeguckt. Ja. Was hat er was stand da drauf? Du hast ungefähr 20 Stunden Spielzeit? 20 Stunden oder mehr? Ja, wie gesagt, ist 120 Stunden Spielzeit. Ich muss noch mal gucken. Auf jeden Fall kürzer als das bei Valhalla. Was ich sehr spannend finde, Mirage ist noch vor Valhalla. Also, wie ging das? Ja, das ist ja erst das Valhalla rausgekommen und der Assassine, der dann quasi bei Mirage ist, ist der Assassine, wo bei Valhalla mitspielt. Also die Vergangenheit quasi. Das pass auf. Das ist das Spannende. Da musst du echt versuchen, den Überblick zu behalten. Ich habe ihn total verloren. Sag ich da ganz ehrlich. Die haben so viele Teile. Ich habe mir damals von Games Planet, wie heißen sie? Games Planet. Auf jeden Fall haben sie mal angekündigt, wegen den Assassin's Creed Teilen, was ja das Jahr rauskommen soll. Und auch für VR. Tut mir leid, hier fehlt noch was.
Dicker, fetter Busfahrer. Stimmt, jetzt sind wir komplett. Also ich bin immer noch der Meinung, es ist ein tolles Spiel. Zocke ich lieber mit Controller. Aber guten Tag. Wenn du ein Spiel hast, so wie Valhalla, du springst in die Zukunft, Vergangenheit. Zukunft, Vergangenheit. Finde ich das wirklich schwer, das also zu vor allem von der Konzentration, das merken zu können, ne? Ja, klar. Ja. Wie gesagt, wir haben ja schon mal dieses, also ich mit dem Kollege, der Manu, wir haben uns ja schon mal dieses Black Flag gezockt, wir haben, Unity haben wir gezockt. Und also ich bin immer noch der Meinung, das könnte man auch mal wieder an gerne mal durchzocken. Aber wenn du jetzt einfach mal sagst, okay, im Internet wird es ja schön aufgelistet, wann welcher Teil wo rauskam, welches Jahr, was das. Aber von den ganzen Erinnerungen, ja. Wenn du da einmal durcheinander kommst, dann hast du aber wirklich richtig verschissen. Das kannst du aber sagen, ja. So, ich sagte ganz ehrlich zum Thema Assassin's Creed. Von zwei Teilen was. Das ist Black Flag und Assassin's Creed Red. Von den beiden Teilen halte ich noch was, aber alles, was danach kommt, hat für mich nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun. Sag ich dir ganz ehrlich, die Folgeteile davon gefallen mir alle nicht. Okay, also ist es nur vom Gefallen her oder ist es mehr so, beschreib mal, was ist denn das? Du hast in Black Flag hast du noch dieses, ich bin ein Assassine, weißt du? Ja. Und das ist nicht nur mein Meinung, das hört man auch ganz viel, dass die Folgeteile nichts mehr mit dem zu tun hat, was eigentlich im Black Flag so passiert. So, weißt du? Also viele wünschen sich da halt einfach, dass das da so weitergehen würde vom Spielstil her wie jetzt im Black Flag. Okay. So, na, also egal, mit wem ich mich bis jetzt unterhalten habe über dieses Thema, da sagt jeder, der beste Teil ist einfach immer noch Black Flag. Lass kommen, was will. Ja, aber da kann Valhalla nicht mithalten, da kann kein anderes Assassin's Creed mithalten. Ja, aber wenn ich mal dazwischen fragen darf, der, soweit ich wie das mitbekommen habe, du hast ja quasi erst einen Pirat gespielt, ja? Dann wurdest du ja zum Assassin ausgebildet. Du wurdest. Nein! Nein! Nein, nein! Du warst Pirat, ein Bischpirat, du hast dann seine Waffen gestohlen. Du bist ein Pirat. So, das Schiff wurde zerstört. Genau. Dann bist du auf so einer Insel. Eine Assassine rennt vor dir weg. Aber ich weiß nicht mehr, irgendwie kannten die beiden sich. Er war verletzt gewesen. Müsstest du den anderen Assassine da töten. Und dann hast du den seine Kleidung genommen und seine Waffen. Und dann ging dieses ganze Spektakel ja da los, so, ne? Dass du die Spanier über den Haufen nieten musstest und so. Und so wurdest du ja dann eigentlich zum Assassine. Ne? Genau. Also, so ein Ding ist es halt einfach eher gewesen. So, aber das ist ja so. Weil das fühlt sich nicht mehr so weiter, meiner Meinung nach. Ja, das sind halt alles andere Teile, das stimmt. Also, das, Chat, vielleicht könnt ihr mir helfen. Wie hieß dieses in Ägypten, das Assassin? Assassin's Creed. Das war Valhalla, glaube ich. Valhalla? Nee, Valhalla war ja das in Valhalla war das mit den Wikinger. So ähnlich. Ägypten, was war das da? Ich kann mir es gerade nicht erklären. Gott, auf Ägypten oder ich weiß gar nicht.
Naja, aber das, liebe Leute, das sehen wir uns dann quasi zur nächsten Folge. Origins war's. Origins, okay, perfekt. Jetzt haben wir's. In Ägypten. Alles klar. Ja gut, dann, lieber Justin, danke, dass du nochmal dabei warst und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, ne? Gute. Ciao.